Ich weiß nicht, dass ich deinen Zivilisten feiere. Wie dem auch sei, ich wollte doch jetzt die Filmrolle finden. Okay, ich sag, sie ist wieder da. Die Avon-Klinik. Sieht nicht aus, als würden sie da meine Versichertenkarte nehmen. Hey! Hier drüben! Verstärkung! Wieso zum Sch... Gibt es eigentlich irgendein Spiel noch, was automatisch nachlädt? Ständig auf der letzten Patrone und dann... Oder ich wechsle mal kurz Waffen durch. Habe ich nicht noch was? Sie haben doch zusammen gewohnt. Schaden 41. Geht nämlich die mal. Mit einem Flock. Wunderbar. Den kann ich nicht austauschen, oder? Okay, mal gucken, ob ich mit der besser zurechtkomme. Ich brauche wieder Munition. Ich brauche... Medipacks. Brauchen Sie was? Danke. Es waren experimentelle Behandlungen, aber was haben Sie uns Gut. Im Sprung, auch mal schön. Okay, ich gehe diesmal hier runter. Und guck mal, was ich hier von hinten. Oder ob ich hier unten. Eine Bettbrett. Okay. Das wären alle. Okay.
Okay. Beschäftigt. Du hier, um dich anzubieten? Nur ein bisschen Blutsack. Ich nehme auch eher ein erstes Erdgeschoss auseinander. Ressourcen mitnehmen. So, klingt, als wird hier gerade jemand gequält. Blutsauger? Wohl eher Staubschlucker. Hier geht's anscheinend noch weiter runter. Und wieder ein Vampir. Vampire diesmal. Na gut. Hey, barrikadiert. Mal sehen, ob es im Kino einen Projektor gibt, den wir benutzen können. Du bist zu armbeißt. Etwas.
Weil das meine Aufgabe ist. Ich lebte. Als alles an mir verderben war, lebte ich. Und ich lebe noch immer. Nichts kann mich töten. War ich da schon mal, oder? Ja. Gut, ich sag, laufen wir hier weiter durch. Mal gucken. Parking Dog. Das wär's. Keine Freaks mehr. Sagst du. Oben wundert sich noch jemand. Und ich muss ins Kino oder zu Joes Bruder? Du willst noch ein paar Minuten leben. Dann komme ich nur beschädigt durch. Nein, das Spiel. Der Schlüsseldienst. Auch noch alles dicht hier. Okay. Wie meinst du dich? Bist du hier, um dich anzubieten? Ich habe ihn aber Pegel gehört. Du solltest Angst haben. Habe ich überhaupt richtig? Ja. Ha!
Ich mach dein Leben bitter. Halt mich doch auf. Selbst als solche Freaks verliert ihr noch. Das Kino ist da drüben. Da, das Kino. Mir fehlen die Nachos von dort. Dieser Pseudokäse hat einfach was. Gehen wir mal vor dem Drum ins Kino rein. Ich dachte gerade, der steht hier doof rum und sieht mir nicht. Projektornotiz, das ist wahrscheinlich bald keine neue Birne. Nötig. Ersatzbirne im Keller. Danke. Die Lampe ist kaputt. Hoffentlich gibt's hier noch eine. Hat mir die Notiz gerade gesagt, dass sie im Keller ist. Gefunden? Ich hab die... So, wir müssen in den Keller, um die Birne zu holen. Ein Leuchtmittel. Natürlich haben wir so ohnehin das Next rein hier. Jetzt sind wir im Kino. Wenn man dafür schon nicht 10 Euro pro Packung da zahlen darf, dann... muss dann, Moment, hast du rein, Motoröl. Hier habe ich von den Geiseln rausgeholt. Aber erinnere ich mich, wo Batterien sind, Glühleuchtmittel sind, nachhin. Aber es wird mir gelb angeleuchtet. Und da ich die Vampire hier fünf verschossen habe, zerschossen habe, muss ich einfach nur wieder hochgehen.
Endlich. Mal sehen, warum Bellwether den Film verbrennen sollte. Ja, ich bin gespannt. Dieses verdammte Ding. Hier fing es an, nicht wahr, Emilia? Und ich dachte, hier hätte es geendet. Gateway Testprobe 90, 20. August 2021. Subjekt verstorben. Verbluten durch intravenöse Bluttransfusion über heterochrone Parabiose. 2 Stunden sind seit der Prozedur vergangen. Ach, er selber, na gut. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Unsere Arbeit ist geschafft. Wir halten das Leben selbst in der Hand. Alles ist mein. Das war Dr. Addison? Der Typ, der die Avon-Klinik leitete? Die Stimme im Radio. Keine Ahnung, was zur Hölle er jetzt ist, aber wir müssen ihn aufhalten. Ja. Ich gehe zurück zur Feuerwache.